Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich nehme euch heute mal mit auf einer Schwimmfahrt. Wir sind jetzt gerade hier in Stockholm, Van Galen Schule. Ja, ich muss nur schnell fahren, weil sonst haben wir hier Kinder im Sichtfeld. Die muss ich gleich noch verpixeln oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall fängt hier Van Galen Schule eine Schwimmfahrt an, die wir nach Werne machen. Um unnötig Kilometer zu machen, habe ich die Fahrt hier schon hier gerade gemacht, ne, und habe dann, ich trick's das nachher rum, so dass ihr eine Hin- und eine Rückfahrt habt. Ja, also nicht wundern, wenn ich ein paar Sachen schon vorher erzählt habe oder so. Wichtig ist, hier links, aber ganz rechts einordnen, und hier vorne ist auch ein Fahrradweg und hier kommen auch immer ganz viele Autos. Manchmal auch ein Bus, da hinten steht sogar so ein Kollege von der VKU. Hier müsst ihr einfach geradeaus bis fast Bordstein mit dem Überhang drüber, weil sonst erwischt ihr mit dem Hinterteil hinten das Schild. So. Im Prinzip müsst ihr erstmal auf dem Rückweg, könnt ihr dann sehen, wie man hier hinkommt. Ja, zur Schule hinkommt, und von hier aus könnt ihr jetzt sehen, wie wir zum Schwimmbad kommen. Zum Solebad, ist ja auch ein Solebad hier in Werne. Natürlich auf Schulbus einstellen. Diese Fahrten sind wichtig für unsere Fahrer, wenn die hier die Schwimmtouren nicht kennen. Für Busfahrer, die das einfach mal sehen wollen, wie das hier so abgeht, ein paar Tipps noch. Ich gebe ja immer bei jeder Fahrt auch so ein paar Tipps noch dabei. Und für welche, die vielleicht mal früher in die Schule hier gegangen sind, die hier wohnen, jetzt älter sind und die können dann ihre Strecke hier schon mal sehen und sagen, oh, da bin ich doch gefahren, das war doch meine Schule. Also diese Videos sind für alle. Für jeden was dabei. Hier auch immer schön großen Bogen nehmen. Und wenn natürlich Schulkinder sind, ist ja alles Grundschule. Auch defensiv fahren, ja, richtig schön Piano. Weil die Lehrer oder Lehrerinnen, die achten da drauf. Und dann im Prinzip immer geradeaus. Ja, nicht rechts, nicht links, immer geradeaus. Ich bin heute schon zwei, dreimal hier hingefahren. Ganz am Anfang die Fahrt hierhin. Vom Hallenbad bis hierhin habe ich dann schon mal aufgenommen. Und jetzt ist auch wieder eine Leerfahrt. Ne? Also ich muss jetzt nach Lünen. Und bei der Gelegenheit habe ich gesagt, mache ich die Rückfahrt auch. So, dass wir nicht unnötig Kilometer, nicht unnötig Diesel verschwenden. In Lünen, da gibt es auch noch 4, 5 Schulen, die auch zum Schwimmen fahren. Die werde ich dann peu à peu jede Woche versuchen, euch rüberzubringen. Dass, wenn ihr neu bei Fehlingheisen mal anfangt, dass ihr dann sofort, wenn eine Schwimmtour ist, braucht ihr nur bei mir einfach mal eingeben, zum Beispiel Van Galen Schule, dann seht ihr sofort als Schwimmfahrt, mache ich eine Playlist extra, eine Spalte für Schwimmfahrten, und dann könnt ihr euch das immer so im Vorfeld angucken, wenn ihr nicht wisst, wo die Schule ist. Meine Videos haben gute Resonanzen gefunden. In den Kommentaren privat schreibt man mir, oder wenn die mich ansprechen, auch Busfahrer von anderen Unternehmen: Boah, ich bin damals, das und das hatte ich Schwierigkeiten, da habe ich auf dein Video zurückgegriffen, geguckt.
und das hat mir sehr geholfen. Dankeschön. Bitteschön, Leute. Das ist für mich Arbeit und Hobby in einem. Und wenn ich euch was Gutes damit tun kann, warum nicht? Unserem Betrieb kommt es auf jeden Fall zugute. Die Fahrer müssen dann nicht noch eingewiesen werden. Die müssen dann nicht noch 2-3 Mal hin und her gefahren werden. Die können sich das zu Hause schon angucken. Dann wissen die auch schon, worum es geht. Hier müsst ihr aufpassen. Von 7 Uhr bis 17 Uhr 30er-Zone ab hier. Es wird auch strikt bewacht. Einmal wird gleich da angezeigt, entweder ein Dankeschön oder ein Rot, langsam. So, jetzt habe ich 30, jetzt müsste da, also, ich war noch zu schnell. Jetzt habe ich runter, jetzt sagt er erst Danke. Ja, das ist richtig, genau, ich habe Tacho geguckt, Tacho war gerade mal vielleicht 33 oder so, hat er schon angezeigt, zu schnell. Und die stehen dann hier auch noch, weil manche, die, wenn die gesehen haben, Danke, danach geben die ja nochmal Gas. Ach, das war's jetzt. Dann steht aber hier meistens der Blitzer. Es geht um die Schule eben halt, dass die Kinder hier nicht überfahren werden oder so. Und ab hier ist wieder 50. Da ist der 1805. Auch an der Kreuzung immer geradeaus. So, an dieser Kreuzung auch, geradeaus, rechts wird er zum Stadthaus fahren, könnten wir fahren, machen wir nicht, wir wollen ja zum Hallenbad, ist auch ausgeschildert, Sollebad geradeaus und links wird es dann ja Richtung Kamen an unserem Betriebshof vorbei hinkommen. Wenn ihr vom Betriebshof aus startet, einfach hier bis hier vorne hin, links immer geradeaus. Das seht ihr gleich auf dem Rückweg, wenn ich den Rückweg fahre, wie man dann zur Schule kommt. Ich muss gleich noch nach Lünen, 12.59 Uhr, auch wieder eine Schwimmfahrt machen. Vielleicht nehme ich die jetzt auch schon auf für nächste Woche. Mal schauen. Wir fahren übrigens mit dem ehemaligen Bogestra-Bus, ein Gelenkbus, 847, O530G, der fährt sich noch richtig gut. So, hier müsst ihr nur aufpassen, wenn jetzt Kreisverkehr kommt, ist auch ausgeschildert Natur- und Solebad. Erste, zweite, die dritte fahren wir raus. Und auch hier im Kreisverkehr immer aufpassen, Radweg und Fußgängerüberwege. So, hier raus. Und hier müsst ihr aufpassen, wir fahren nämlich an dem Parkplatz, auf dem Parkplatz drauf und hier auch wieder aufpassen, Fahrrad und die Sonne, die ist hier so blöd. Guck mal, wie die hier kreuz und quer stehen, ja, müsst ihr richtig groß ausholen,
damit die hier entweder die Autos oder eben halt die Fußgänger nicht überfahren. Vorne links habe ich gesehen, da stand schon einer wieder komisch. Das werde ich euch aber gleich auf den Rückweg erklären. Hier ist das Solebad. Hier könnt ihr die hinteren Türen aufmachen und die Fahrt ist hiermit beendet. Jetzt gibt es gleich noch die Rückfahrt. Ab jetzt. Ich stelle mich eben da vorne hin. So Leute, die Hinfahrt haben wir geschafft. Jetzt gibt es natürlich noch eine Rückfahrt oder beziehungsweise eine andere Abholung, damit ihr auch mal beides sehen könnt, die Hinfahrt und die Rückfahrt zur Van Galen Schule, mache ich euch jetzt noch die Rückfahrt. Allerdings habe ich hier festgestellt, hier der blaue, der hat da gar nicht zu stehen. Ja, der steht da total falsch. Selbst ein PKW hat da Probleme, da rumzukommen. Mal gucken, ob wir da mit dem Gelenkbus da rumkommen. Weit ausholen. Bis ganz nah an den Stangen hier, an denen vorbei. Und diesmal linken Spiegel beobachten, dass er da hinten, der Arsch, mitkommt. Wenn hier nur stehen würde, dann hätte das knapp, aber wunderbar. Ja. So was sehen die nicht, aber wenn man irgendwo mal ein bisschen schnell fährt, dann sehen die dann sofort. Anstatt mal hier zu gucken, dass die hier vernünftig... Hier ist sowieso immer so eine enge Kiste hier. Und hier, wenn ihr rausfahrt, hier, weil das ein Radweg ist, die kommen auch von beiden Seiten hier angefahren. Immer drauf achten. Kreisverkehr, erste sofort raus. Und dann im Prinzip immer geradeaus. Manchmal könnt ihr auch hier vom Betriebshof aus starten. Wichtig ist, dass ihr wisst, wo die Van Galen Schule ist. Hier in Werne. Der hat ja seine Sirenen ausgehabt. Woher soll ich wissen, dass er links will? Hier auch geradeaus bis nach Stockholm und dann gibt es da so eine Ecke, wo ich sage, hier müssen wir rechts rein. Ist eigentlich einfach, aber wenn jemand das nicht weiß, Van Galen Schule, dann steht man da, Van Galen Schule, wie ist das? Dann gibt man das noch in Google ein und Google erzählt dir natürlich dann ganz andere Straßen mit Abkürzungen und so was, als wo ein Bus gar nicht durchkommt. Insbesondere hier der mit dem Gelenkbus. Deswegen habe ich mir jetzt mal vorgenommen, auch mal die Schulen aufzunehmen, damit ihr auch mal wisst, wenn ihr Schwimmfahrten habt, wo die ganzen Schulen überhaupt sind hier in unserem Gebiet. Da kommt die R14, die wird ja auch von uns jetzt gefahren. Ich weiß gar nicht, wer da drauf war, der guckte nur so scheel, warum ich ihn gegrüßt habe. Leute, wenn wir mit der Begrüßerei uns gegenseitig als Fahrer, war bis jetzt gang und gäbe, nicht grüßen,
Was soll man den Kindern sagen, wenn die reinkommen und die grüßen uns nicht? Wenigstens wir untereinander grüßen uns dann wenigstens. Bei der Erzählerei sehe ich da hier den Blitzer. Der stand, glaube ich, vorhin auf der Hinfahrt auch schon da. Aber wenn man immer 30 fährt, egal ob einer steht oder zwei Blitzer, egal. Wenn 30 ist, einfach 30 fahren und gut ist. Ab hier kann man dann schon wieder 50 fahren. Zu dem Bus, der fährt sich wirklich gut. Den habe ich den ganzen Tag heute. Ja. Bei den Schwimmfahrten, manchmal fällt das aus, aber das weiß man im Vorfeld ja nicht. Ne? Immer dahin fahren, 10 Minuten warten, wenn sich 10 Minuten nichts tut, dann könnt ihr da wegfahren, dann findet die nicht statt. Natürlich dann auch die Rückfahrt auch nicht, wenn ihr die nicht dahin gebracht habt. Ja? Ich habe gleich die nächste Fahrt hier, 11.40 Uhr. Da werde ich gleich warten und dann schauen wir mal. Seit wir vom Hallenbad raus sind, vom Kreisverkehr, die erste, wo wir rausgefahren sind, immer geradeaus. Ist eigentlich die einfachste Schwimmfahrt. Dankeschön. Ich hab's gehört, dass ihr mir Gesundheit gesagt habt. Wie ihr gemerkt habt, wir haben auch Winterzeit langsam und bei mir gehen die Reisesaison zu Ende, bin ich jetzt auch wieder mehr auf Linie, deswegen kann ich euch auch wieder neue Videos drehen. Ich versuche noch die ganzen anderen Schwimmfahrten auch alle zu drehen, so dass wir jede Woche eine neue Schwimmtour haben. Hier in Werne gibt es eigentlich nur den hier, den ich kenne. Und dann holen wir auch noch welche vom Schulzentrum hinten. Von da holen wir auch welche ab, Schulzentrum Werne. Und die bringen wir dann auch dahin. Aber wenn ich die mal haben sollte, dann zeige ich euch das natürlich auch. Weil die ist ein bisschen komplizierter. Kommt gleich ein Kreisverkehr, den auch geradeaus drüber. Hier wieder raus. Das ist übrigens die Strecke, die S10 und S14, R14 hier durchfahren nach Hamm. So, wenn ihr diese Gaststätte hier zur Tenne seht und dann auch noch diesen Stehkaffee,
ja. Und dann auch noch Friedhof und Schulzentrum, was da steht. Hier müssen wir rechts rein, weil wir einen Gelenkbus haben, auch weit ausholen. Scheint die Sonne auch. Natürlich gucken, dass kein Fahrrad kommt. Und hier ist immer ganz vorne, ist immer ein PKW, egal wann ich hier hinfahre. Mal gucken, ob der da wieder steht. Ja, war nicht anders zu erwarten. Der steht immer hier, obwohl ab da vorne Halteverbot ist, aber der fährt noch einen Meter. Wenn er einen Meter zurückkommen würde, würde ich nicht so Schwierigkeiten haben, weil ich muss hier links und ich muss hinten aufpassen, dass wir den nicht mitnehmen. Immer ganz langsam, ganz vorsichtig auch an dem Schild vorbei, links an dem Schild vorbei und an dem Heck, an dem Fahrzeug vorbei. Dann ist übrigens hier die Van Galen-Schule und gleich hier diese Bäume, auch am Spiegel habt ihr gesehen, ganz eng. Die sind ein bisschen so krumm und schief. So, hier könnt ihr dann die Leute rauslassen, die Kinder, und die Schwimmtour ist hiermit beendet. So, ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht. Ich konnte euch so ein bisschen so eine Schwimmtour mal zeigen. Die nächsten Wochen werden noch Schwimmtouren folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt weiter dran. Euer Mehmet Uy. Ciao, Leute.